Ah, wundert mich, dass da nichts rausgekrochen kommt. So, jetzt ist aber die Sache. Da geht's auf jeden Fall noch weiter. Und ich sollte mir halt auch die bestimmten Wände angucken, ob ich da Secrets finde. Ja. Nö, da kommt nichts raus. Also ja, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Dahin, wo ich vorhin gestorben bin. Ja. Das hier ist alles bekannt soweit. Ich bin mir auch sicher, dass es nachher hier einen Weg rüber geben wird. Ja, das macht nur die Tür hier auf und zu. Hier rum muss ich. Dann lande ich nämlich hier, wo ich gegen die erste Küchenschabe gekämpft habe. Und ich glaube, der Hebel, der, genau, der switcht die Druckplatte um. Die hier alles auf und zu macht. Secret Fall. Das soll ein Secret sein. Ja. Eine Energy Cell, das ist okay. The Toughness Fuse, also. Oh, Marauder's Chest Piece. Warum nicht? So, und jetzt ist meine Toughness permanent um 1 gestiegen. Jo. Ja. Garstiges Viehzeug. Okay. Das war Fumium für die eine. Die sind echt fies, die Viecher. Au. Da haben wir mal das da rein. So. Okay, und ein Gang zurück. Gut. Was lustig, dass beide aus demselben Loch rauskommen würden. So. Ja, ich habe aber immer noch keinen Schlüssel. Ich bin mal gerade so auf. Den ich hier brauche. Ah ja, jetzt bin ich fast wieder da. Also ja, hier. Hier brauche ich ein Fumium Key. Kann ich das markieren? Scroll. Zweimal linke Maustaste. Ah ja. Fumium Key. Jo. Am besten daneben. Fumium Key. Gut. Sieht mal einigermaßen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, was geradeaus ist.
Lebenspunkte sehen noch soweit in Ordnung aus. Okay, I need some string or something like it to tie the pieces together. Ja, String haben wir. Das ist ja, dass so kleine Sachen mit dazu reinkommen. That should do it. Ja, wir einfach mal da was hingezaubert hat. Munition. Munition. Und was haben wir hier? We have arrived. Finally, our new home here at the Arcs Vaporum. I'm impressed by what the Bureau has accomplished. It's gargantuan. Can't wait to unpack and start working. Being stranded here in the middle of the ocean like this worries me a little, but the tower feels strong and safe. I'm pretty sure no Katkenut will repeat ever again. The research on the Fumium shows promise. Maybe I'm dreaming here, but it could just happen to be the next marvel of the world, and we'll be right in the thick of things. I'm so looking forward to taking over and continuing the project, and the best thing about it is the fusion of family and working life combined together. Mhm. Der große Traum. Das war wieder Laura Wyke. Jo, die sind also auf jeden Fall nicht in der Reihenfolge gemacht, in der man sie findet. Ich habe im Augenblick keinen Punkt übrig. Weil für weitere Dingsies bräuchte ich Tauma Catalyzer oder Fusion Conversion. Ja, Tauma Catalyzer. Gadget Slot und Gadget Slot. Mhm. Recharge Speed und Energy Regeneration. Ja, also es wäre schon praktisch, wenn ich hier auch wenigstens in 1 Punkte reinpacken würde, dass ich noch einen dritten Slot hätte. Vielleicht. Rifles spend less ammunition when firing. Das ist auch nicht schlecht, wenn ich wirklich auf Rifles gehe. Handgun Precision, ja. Ja, hier kriege ich nur Rifle Damage, also erhöhe den Rifle Damage, aber hier kriege ich auch noch Ammo, wenn ich Sachen plündere. Was Pistolen eigentlich vorteilhafter macht. I need a key. Da brauche ich auch einen Schlüssel dafür erstmal. Ja. Hi, Kumpel. So, tschüss, Kumpel. Ich sehe schon, hier können jederzeit wieder welche rauskommen. Ich muss mich wirklich hier dann nochmal umsehen, ob hier nicht irgendwo der Weg nach darüber ist. Das würde nämlich den meisten Sinn ergeben. Wow. Wow. So, Munition. Nochmal Munition. Repair Kit. Was die Sword haben wir zwar schon eins, aber können wir gerne mit. Was die Key und. Another great success. Today, the local coordinator for the Bureau and Chief Officer of the Arcs, Marcus Reich, appointed me Deputy Foreman of Manufacturing. I'll take care of workshops, maintenance, and manufacturing itself. I'm so proud that Mr. Reich recognized my accomplishments. He's a role model to me. Not only is he an experienced scientist and a veteran of the island wars against the rebels, he's also the ideal man for the job. An excellent choice by the Bureau to lead the project.
He and his wife, Laura, are the perfect model of how I picture my life in the future. Also ja. Das war jetzt wieder James Quall und der redet über Laura und ihren Mann. Ja, Marcus Reich. Haben wir nicht sogar was von Marcus Reich? Nein, haben wir noch nichts. Nur von Laura Reich, okay. Dopp, dopp. So, hier durch, weil das geht gleich wieder zu. Gut. Und ja, wir haben viel Munition. Wir hätten eigentlich auch eine Schrotflinte, oder? Hunter Shotgun, ja. Ja. Ich probiere die einfach mal zum Spaß aus. Jetzt gleich, weil jetzt wird gleich definitiv wieder ein Kampf kommen. Oh ja. Hilfe. Ja, ich treffe wirklich beide. Nicht in der Ecke drängen lassen. So wie jetzt. Ja. Damit kann ich auf jeden Fall besser blocken. Jetzt bist nur, nur noch du da. Ja. So, jetzt rentiert sich's mal, mich zu heilen. Gut. So, Schlüssel. Jetzt können wir das öffnen. Und ja, ich pack lieber doch lieber, weil das Ding nachzuladen dauert eine ganze Weile. Obwohl, 0,4 Second Attack Time. Obwohl, Cooldown. 4 Sekunden. Ja, doch lieber die Pistole. Wenn ich halt noch ein Schild finden würde. Wäre cool. Oh, now this is bad. Hi, Kumpel, wer bist du? Und wieso hast du so abgefahrene Musik? Aua. Ja, der stampft aber gut. Au. Und der haut auch gut zu. Und ich treffe ihn so schlecht. Schocke ich ihn mal. Au. Bist du so eine Art Mini-Boss? Du bist auf jeden Fall böse. Okay. Au. Ah, er ist tot zum Glück. Hat einen Gold Key dabei. Kann die Musik auch mal wieder aufhören? Die klingt nämlich überhaupt nicht entspannend gerade. Okay. Tu mir einfach den Gefallen und stirb endlich. So, danke. No way that was human. Or was it? I'm not sure of anything now.
Ich hoffe mal, ich komme hier wieder zurück, weil sonst komme ich echt nicht mehr an die... Secrets hier ran. Ja, ich komme zurück. Gut. Okay. Ich kann nur vermuten, dass hier irgendwo was ist. Also es könnte man nicht... Das wäre da nur ein einfacher Gang und nicht ein langer Gang eigentlich. Außer ich komme natürlich hier rüber darunter, aber ich bezweifle es irgendwie. Außerdem, wenn ich auf die Fairness des Spiels ein bisschen zielen darf. Nee, also da kann ich nichts. Da ist ein Knopf. Habe ich so mir doch gedacht. Fermium Capacitor, den benutzen wir auch gleich. Und den Fermium Schlüssel, den ich wollte. So, Fermium Capacitor Level Up. Ihr könnt weiter in Blade Weapons, ich könnt in Armor oder in Blocking. Ich glaube, mir reichen wirklich zwei Slots. Ich muss halt gucken, was ich immer reinpacke. Ja. Handguns. Dann kriege ich halt mehr Munition. Und ich könnte halt auch noch ein Schild in die Zweithand nehmen. Oder zwei Weapons. Also zwei Rifles. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber mit Schild macht Blocking halt. Mhm. Und ich brauche für bessere Schilder halt Blocking. Also ja, ich glaube, ich nehme Handguns. Weil ich finde die Pistolen irgendwie cool. Aber erstmal Blocking. So. Im Augenblick geht's ja mit dem Level up. So. Das hier ist alles. Circuit Upgrade. Ein Circuit Point. Ernsthaft cool. Repair Pack und ein Triplicator. Ah, sehr, sehr nice. Okay. Ein Circuit Point. Der kommt ja wie gerufen. Also einmal bitte in Handguns. Handgun Damage, weil dann kann ich nachher mehr Treffsicherheit, mehr Fire und entweder mehr Firing Speed oder Ricochet. Hm. Weil das hier macht Piercer. Ah, das ist nur situationsbedingt. Oder Knock Enemies Away. Das kann etwas besser sein, aber ich, das hier klingt gar nicht mal so schlecht. Deswegen Accept. Okay. Das heißt, wir können das wegmachen und wir haben hier alle Secrets gefunden. Hey. Ich konnte auch gar nicht jetzt einschätzen, ob wir gegen ein humanoides oder nicht humanoides Ziel gerade gekämpft hatten. Also Mr. Hammer Guy. Ich weiß bloß, dass wir jetzt die zweite Ebene abgeschlossen haben, dort eine Sequenz gefunden haben. Und nun auf Ebene 3 sind, wo alles ein bisschen gemauerter aussieht, ha? Oder ist das jetzt nur der Eingangsbereich? Nein, hier sieht wirklich alles gemauert aus. Haunted. It really didn't seem that human. There was flesh, yeah, but there was steel and whatever that blue stuff was.
This place just feels so familiar, but none of the vermin and scrap meat tin men do.